servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wollen wir uns mal anschauen welche klassen im mythic plus beliebt sind beziehungsweise am beliebtesten sind das ganze haben wir vor ein paar wochen ja schon mal gemacht und ich will jetzt einfach noch mal gucken ob sich was verändert hat was mir noch gut in erinnerung geblieben ist bei den tanks hat ganz klar der demon hunter dominiert und bei den heilern war es glaube ich ein enges Rennen zwischen Schamane, Druide, Paladin so in dem Dreh, aber wie gesagt, gucken wir uns das ganze noch mal an. Wir sehen hier dank Raider.IO eine ziemlich genaue Aufschlüsselung aller Runs oder zumindest der Runs, die gelockt wurden. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like unten, ein Abo da und aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und damit starten wir rein. Wir sehen hier, diese Statistik stammt vom 14. Februar, 21.05 Uhr und darin fließen 5 Millionen Mythic Plus Runs ein. Hier sehen wir jetzt erstmal eine allgemeine Übersicht der verschiedenen Specs. Also zum Beispiel beim Krieger, wenn wir jetzt hier draufklicken... Sollten wir eigentlich sehen, welcher Spec davon am beliebtesten ist? Sehen wir aber überraschenderweise nicht. Sehr schön. Auch beim neuen Laden bringt es nichts gut. Dann müssen wir das anders machen und über die Übersicht Tank Healer und DPS und so weiter gehen. Ich nehme dafür jetzt mal, ich könnte auch nach Affixen sortieren und nach Dungeons, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich gehe mal äh, bei Mythic Plus auf Abstufe 15 und drüber. Weil das sind letzten Endes die Runs, wo die Spieler spielen, ähm, die, naja, wie soll ich sagen, die höchsten Keys pushen und wo es wirklich auf eine ideale Klassenverteilung ankommt. Ich denke, man, man sieht ja hier schon recht deutlich, dass bei einigen Specs oder dass einige Klassen Hunter deutlich über anderen gewählt werden. Können mir vorstellen, dass das auf niedrigeren Kies eher ausgeglichen Ja, ist ein bisschen ausgeglichen, einfach aus dem Grund, weil es da noch ziemlich egal ist, welche Klasse du mitbringst. Also, wir nehmen Mythic plus 15 und höher und gucken uns erstmal die Tanks an. Und hier sehen wir keine wirkliche Veränderung. Ähm. Und zwar der Demon Hunter mit 40% aller Runs führt ganz klar. Gefolgt vom Protection Paladin, der in 18,7% aller Runs vertreten ist. Dahinter kommt der Monk, dahinter der Druide, dann Todesritter und keiner will Krieger <laughs> spielen, so wie das aussieht. Sehr, sehr schade, finde ich. Ich mochte immer persönlich mit Krieger-Tanks zu spielen. Aber... Aktuell passen sie halt einfach mehr oder weniger nicht so gut in die Meter rein. Halten nicht so viel aus, sind nicht so mobil wie ein Demon Hunter. Und der bringt auch immerhin noch einen netten Buff mit für die Gruppe. Auch das hat der Krieger nicht. Alles Sachen, die in so Überlegungen reinfließen. Also wir sehen, daran hat sich jetzt nichts verändert im Vergleich zu neulich. Der Demon Hunter ist einfach unübertroffen stark. Gucken wir bei den Heilern und hier hat sich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr auseinandergeschoben. Weil meine ähm, Schamane, Druide und Paladin waren letztes Mal enger beieinander. Mittlerweile dominiert ziemlich der Schamane, gefolgt vom Druiden und dem Paladin. Dann kommt der Diszi -Priester. Da brauche ich auch keine ähm, keine Beschriftung, das, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Dann der Holy und abgeschlagen der Windwalker Monk. Also, letzten Endes, wie der Krieger-Tank. Auch keiner will mit dem Windwalker Monk in Mythic 15 Keys spielen und höher. Einfach, weil er da nicht so gut ist wie die anderen Klassen. Vor allem im Healing Output, er verbraucht sehr viel Mana. Und andere Klassen bringen auch viel mehr CDs mit. Nicht nur für den Raid, ach, für den Raid für die Gruppe. Und be beispielsweise Shami mit äh, Aszendenz, Healing, Tide, Spirit Link, das sind schon mal sehr, sehr starke Cooldowns, wenn der Monk sein Kokon hat und Belebung. Ist nicht schlecht, aber andere Klassen bringen da eben mehr mit. Auch der Druide mit der Bark, die er auf den Tank setzen kann, Gelassenheit. Er ist sehr mobil. Er kann noch guten Schaden austeilen. Auch das ist was, was beim Monk eher auf der Strecke bleibt. Also es gibt einige Gründe, die gegen den Monk sprechen. Sehr, sehr schade an dieser Stelle, aber. Was willst du machen? Gucken wir zum Abschluss auf die Mili DPS. Hier haben wir Krieger mit. Da sehe ich jetzt leider nicht die Specs. Ich gehe aber stark davon aus, dass das Waffenkrieger sein wird, der hier ähm, beliebter ist als Fury, weil der am Anfang deutlich stärker war als Fury. Von daher nehmen wir das mal als gegeben. Dann äh, Vergelter Pala. Gegen Survival Hunter 0,5%. Das ist eine Marke. Beim Schurken denke ich, das wird Outlaw sein, also Gesetzlosigkeit gefolgt von Meucheln und dann Täuschung. Beim Todesritter gehe ich stark davon aus, dass die 16,4% unheilig sind und dann kommt Frost. verstärker -Schamane, dann haben wir den ähm, Mönch, gefolgt vom Druiden und dem. Dämonjäger. Also wir sehen, es gibt einen sehr starken Trend hin zum Mönch, Todesritter, Schurken und Demon Hunter. Danach haben Krieger und Paladin noch eine recht gute Position und so Klassen wie der Jäger, Schamane, Druide sind dann doch eher Nischenklassen in diesen Sparten. Gucken wir zum Schluss noch auf die Range DPS und hier kommt das raus, was ich erwartet habe. Hunter, Mage und die Eule dominieren deutlich. Deutlich, deutlich, deutlich. Das sind die Klassen, die mit die beste DPS mitbringen, die auch eine sehr starke Burst-DPS mitbringen können. Allein Fire Mage mit äh, Combustion zerlegt dir gefühlt jeden Trash Pack Pull, wenn du es richtig anstellst. Das ist sehr, sehr stark. Die Eule liefert einen super Damage mit Convoke. Ähm, der Treffsicherheitshunter extrem stark. Und ja, dann geht es auch schon ab. Shadow Priest knapp 10%. Ele Schade, dass der so weit unten ist. Hätte ich mir anders gewünscht. Dann haben wir wahrscheinlich Frostmagier, Arcane Mage. Und beim ähm, Hexer gehe ich stark davon aus, dass die Reihenfolge Gebrechen, dann Zerstörung und dann Dämonologie sein wird. Anhand der... Ja, Stärke der Specs, wie ich es aktuell kennengelernt habe. Schade, dass das aktuell nicht geht. Ich habe es auch nochmal anderweitig probiert, in einem anderen Browser. Aber leider steht nicht dabei, welche Specs das gerade sind. In diesem Sinne halten wir also fest, eine ideale Mythic Plus-Gruppe für hohe Keys besteht aus einem Demon Hunter-Tank, einem Schamanen. Eventuell noch Druide und Pala als Healer. Und bei der DPS greifen wir im Idealfall zurück. Hier sehen wir das nochmal im Gesamtbild. Der Trend geht stark hin zu Range-Gruppen, also drei Range-DDs. In dem Fall wären das dann Hunter, Mage und Eule. Wer noch ein Mili dabei haben möchte, greift dann wahrscheinlich zum Todesritter, zum Mönch, zum Schurken oder zum Dämonenjäger. Damit. Fahren die meisten Leute zumindest, die gerade hohe Keys pushen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. In diesem Sinne, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und reingehauen.